schon immer für mich ein großer Traum, eine reine Frauen-Metal-Band zu gründen. Ich habe damals mit meiner anderen Band, Atlas & Axis, schon über 10 Jahre gespielt und fand es einfach mal wieder was Neues, zum mit Frauen Musik zusammen machen. I was a drummer long time ago. Long time ago. Then I started to play drums again, just for 3 months. Then my coach, I found a band in internet looking for a drummer. Maybe you can try. Oh, come on, I just came back from drumming. I cannot do that. Just try, you know, you will not lose anything. Then I just went there, then. Yeah, Romana, do the riff of Creator of Hell. You can just do that. I didn't hear the song before. Also das war eigentlich die Romana, die wollte schon immer eigentlich eine All-Female Heavy Metal Band haben. Und wir haben uns dann irgendwie kennengelernt, auch im Ausgang. Also wir waren auch zusammen an Konzerten. Und dann kam eins zum anderen. Und ich denke, All-Female, das war für sie einfach sowas, das ist noch nicht so üblich. Und das war ein bisschen die Herausforderung, ob wir das auch hinkriegen. Ja. And then after that, okay, so show us what you got. Then I just make it this simple double bass. Then Seraina said, okay, we like you. Then that's it. Also es ist verschieden bei uns. Die einen hören Oldschool Heavy Metal, die anderen hören Death Metal. Es ist wirklich ganz verschieden bei uns. Aber ich höre am liebsten Heavy Metal. Also Oldschool Heavy Metal ist auf jeden Fall was, was wir alle sehr gerne hören. Und es war aber auch so, wir haben halt zusammen gejammt und dann war erstmal das Holy Diver irgendwie da. Und es war dann auch ziemlich schnell klar, wir hatten innerhalb von den ersten 2 Wochen den ersten Song dann eigentlich schon fast geschrieben. Und es war ziemlich schnell klar, dass es einfach Heavy Metal dann endet. Iron Maiden und Judas Priest. Iron Maiden, Judas Priest und Exodus, Sepultura. Also es war während den ersten Aufnahmen, mussten wir dann natürlich auch mal irgendwie uns Gedanken machen, wie wir uns dann nennen möchten. Und das war nach einem Studiotag. Nach einem langen Studiotag haben wir in der Band besprochen, was wohl das Beste für uns wäre, der Name. Und dann habe ich und mein Mann haben wir wirklich überlegt, dass wir für uns 5 Frauen, verrückte Frauen, das wirklich das Beste wäre.